Grundstock. Vermutlich jetzt. Also so mal ganz frei übersetzt. Oh, das sieht ja nett aus hier. Was? Die machen nun Schaden? Sind die verarschen? Ich kann doch nicht solche schönen Schmetterlinge umbringen. Ach du Kacke. Ach, das ist Pluto. Oh, fuck. Ja, okay, die machen nun Schaden. Ist mir auch klar. Oh, meine Fresse, ey. Jop, und damit sind wir tot. Ganz ehrlich, Leute, ich würde fast vorschlagen, wir werden uns jetzt einfach mal gekonnt töten hier. Einfach mal ein bisschen mit den Käfern kuscheln und sonst wie. Denn wir haben eh nur noch ein Leben und dann müssen wir nämlich das Level neu starten. Also das gesamte Level hier, gerade wo wir gerade sind. Da wir jetzt gerade das Level angefangen haben, ja, könnten wir dann halt einfach jetzt schon mal den Game Over Screen triggern, um dann wiederum gleich weiter zu spielen. Und zwar wieder mit der vollen Lebensanzahl und sonst wie. Denn das war natürlich ziemlich ärgerlich, jetzt irgendwie später im Spiel, ja, dann nochmal von vorne anfangen zu dürfen. Und deswegen bringen wir uns jetzt einfach nochmal gekonnt hier selbst um. Ein letztes Mal haben wir noch vor uns. Zack. Aber bei mir gerade einfällt, so gekonnt war das jetzt nicht, denn wir hätten uns einfach hier in die Dings da hier stellen können, in die Dings da, in den Abgrund springen können. Das wäre natürlich viel schneller gewesen, aber naja, gut, ne? Gut, den wir bei haben, heißt es so schön. Irgendwann stirbt jeder mal. Oh, Mieke guckt schon auf die Uhr, wann es endlich soweit ist. Die Uhr des Todes, und jetzt ist es soweit. Aber wir geben natürlich nicht auf. Moin und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Mickey's World Adventure. Und oh mein Gott, au. Verdammt, ich wollte gerade sagen, diesmal machen wir ganz... ich bin wieder der Kind. Was ist denn hier los mit dir? Da ist immer ein Pluto, der beschützt uns vor dem bösen Schmetterling hier. Aber es, ich finde es so krass, dass das selbst Schmetterling uns wehtut. Ich meine, so einen riesigen Samen könnte man ja auf den Kopf fallen. Kann ich verstehen, oder so ein Käfer, ich meine, das ist irgendwie Lebeviech. Lebeviecher töten hier immer. Aber, ja gut, die Schmetterlinge, aber die sind einfach so schön. Warum sollen uns denn die anderen Schmetterlinge wehtun? Das ist nur meine Frage gerade, wie ich da hochkommen soll. Komme ich da irgendwie hoch? Hallo? Ach, da ist ein Apfel. Oh mein Gott, und den müssen wir natürlich irgendwie an den Käfern vorbeibringen. Aber zum Glück sind wir mit dem Apfel genauso schnell wie die Käfer. Sprich, wir müssen jetzt nur an den Samen vorbei. Ja, aber dass solche wunderschönen Schmetterlinge einem Schaden machen, das finde ich jetzt echt eine Frechheit eigentlich. Also, Regentropfen. Ja, dann können wir hier nämlich eine schöne Bulu gießen, ne? Und uns über die Bulu hier hochbringen, aber nicht ganz so weit. So, aber die, oh, das ist ja auch knifflig. Die ragt jetzt noch ein ganz klein bisschen darüber hinaus, über den kleinen Pilz. Und dann kommen wir hier auf den Pilz hoch. Aber nicht wieder von den Schmetterlingen töten lassen. Verdammte Schmetterlinge, ich hasse die. Ein Schmetterling ist halt eben nur eine Raupe mit Flügeln, ne? Also die sind halt schon ziemlich hässlich. Oh mein Gott, die Schmetterlinge fand ich ja noch lustig, aber jetzt halt... Ach du Kacke. Ach du Kacke. Scheiße. Moskitos hier, ey. Stimmt, scheiß Moskito, nein, ich nicht sterben. Au, fuck, okay, ich lasse ihn in Ruhe. Ich werde einfach gedoppt auf dem Ding. Man kann nur nichts tun. Und hier ist die letzte. Und dann haben wir das geschafft. Sehr schön. Aber ich muss sagen, also diese alten 2D-Spiele und so, ich spiele sowas immer mal wieder gerne. Also gerade das Spiel einfach, weil wie gesagt, das war das erste Spiel, was ich damals überhaupt irgendwie auf einer Konsole so richtig gespielt habe und gesuchtet habe. Beziehungsweise auf der ersten eigenen Konsole hier. Und dementsprechend, es ist mein persönliches erstes Spiel, aber allgemein, ich finde es immer so krass, dass die ganzen Spiele einfach, ja, so bösartig sind. Und da meckern sie heute mal rum, die Spiele von heute sind so schlimm. Ja, aber ich meine, das hier ist ein Kinderspiel, ja, und hier sind kleine Babyspinnen, die ich, ja, okay, die kann ich nicht töten, aber ja, alleine kleine Babyspinnen, die mich auf einmal angreifen, das ist natürlich sehr krass. Okay, den Stern kommt uns rum, und die Musik hier ist auch sehr gut, sehe ich gerade. Oh, fuck, schon wieder Babyspinnen. Alleine wie die auch, guck mal, die sterben dabei doch auch, weißt du? Kleine Babyspinnen, die sterben, okay, klar, es sind ja nur Tiere, weißt du, aber... Na gut, und das hier ist Disney, also dass hier nur Tiere sterben und keine neue... Na, egal. Ja. Ich finde solche Spiele immer so
Oh Scheiße, nein, nein, komm schon wieder. Wir kommen ja auch Kampf voran. Sieko ist immer auch. Nein, das ist ja nur das Oh, die Musik ist echt ein bisschen extrem laut. Das Problem ist nur leider hier, dieses Spiel hat keinerlei Speicherfunktion. Sprich, wir können jetzt nicht einfach mal kurz speichern und rausgehen. Jetzt haben wir eben einen Schalter gebaut. Mickey hat sich gerade gefragt, was hier drin ist. Und ehrlich gesagt, ich ahne schon Böses hier im Schatten. Mach mal mal Licht an. Oh fuck. Ah, das ist ein kleiner Marienkäfer. Flieg! Marienkäfer, warum hast du mich nicht mitgenommen? Nein, da kommt eine Riesenspinne. Und die wird uns auffressen. Scheiße, nein, Hilfe. Oh fuck. Ja, uns ist ja toll aufgefressen. Einmal gegengekommen, tot. Ja, es gibt halt giftige Spinnen auf der Welt, ne? Also gegen manche Spinnen sollte man halt einfach nicht berühren. So, jetzt müssen wir aber den ganzen Schalter wieder... Oh, war es nochmal die ganzen Babyspinnen? Ach du Kacke. Oh, wir sind ganz hier wieder? Was? Oh, das ist ja richtig voll zurück. Naja, gut. Was ist das denn noch ein Spiel? Oh, scheiße, ich schon wieder die scheiß Babyspinnen. Die gehen mir ja so auf den Geist. Ich hasse das immer einfach, wenn da Gegner sind, durch die ich zurücklaufen muss. Ich meine, ich will nach vorne gehen, ich will vorwärts kommen. Aber so sind immer solche alten Spiele. Ich meine, auch damals als Kind habe ich eigentlich hier die meiste Zeit und Spaß in dem Spiel überhaupt damit gehabt, irgendwie, ja, herauszufinden, wie ich an den Gegnern vorbeikomme. Und manchmal muss man einfach ein bisschen vorsichtiger sein. Reicht das nicht mal langsam mit diesem scheiß Babyspinnen? Oh, wie süß, die hat einen Fallschirm. So, solange wir auf dem Käfer hier drauf bleiben, dürfte uns eigentlich nicht passieren. Schön weiter auf den Käfern reiten. Und da vorne ist der Schalter. Noch geht's nicht gut so weit, aber ah, scheiße. Ich weiß nicht, dieser Käfer ist ja so schnell abgehauen. Oder vielleicht einfach dem Käfer folgen sollen? Also da folgen sind wir immerhin, das hat ja nicht geklappt. Aber ob wir den irgendwie reiten können oder so? Ich meine, den wird ja runtergesprungen. Oh, wir können den reiten, wie geil ist das denn? Entspannt. Und wir schauen noch lässig auf die Uhr. Guck auf die Golduhr, Bitch. So, und damit sind wir vor der Riesenspinne abgehauen, sind wieder draußen, wo böse Schmetterlinge sind. Das klingt ja schon mal viel besser. Aber ein schickes Schloss im Hintergrund. Wie sollen wir da raufkommen? Ach so, ach, wie geil ist das denn? Müssen wir den Kern irgendwie? Okay, ich weiß jetzt nicht, was ich gemacht habe. Ich habe irgendwas mit dem Samen gemacht. Aber ich weiß nicht wie. Na gut, egal. Achso, wir müssen einfach nur drauf springen. Na gut, das ist einfach ein bisschen warten. Und dann kommt da ein neues Pflänzchen raus. Ist doch wunderschön. Aber irgendwie ein bisschen umständlich und langwierig. Aber naja, gut. Gut, den wir beide haben. Das ist ja wunderschön. So, und warum? Was? Der Käfer kann fliegen? Bist du bescheuert? Das fliegst du hier einfach rum. Geh weg. Mit dem Kumpel. Ah, okay. Beim Fliegen können wir sie töten. Das ist ja geil. Ja klar, weil sie da ihre Panzerung offen haben. Und dann natürlich auch einige verwundbar sind. Klatschen wir uns einfach den Weg frei hier. Okay, hier geht's nicht weiter. Geht's hier gut? Oh, scheiße. Ach, du Kacke. Und dann sind auch noch so hässliche Schmetterlinge. Oh, die tun gar nicht weh. Oh, es sei denn, wir können die zuerst wehtun. Und, ah, okay, jetzt sind wir oben. Also, wir mussten nach oben. Das ist ja mal was ganz Neues hier. Naja, nicht ganz normal, aber letztes Mal wurden wir von dem Fahrstuhl geflogen. Ach du Kacke, jetzt sind die Moskitos unterwegs. Da hab ich gar keinen Bock drauf. Geh, sterben, lästige Moskitos. Oder bring mich zumindest nicht um. Das reicht mir schon. Wo sind wir denn jetzt hier schon wieder angekommen eigentlich? Also ich meine, sind wir glaube ich irgendwie im Schlaraffenland oder so? Ich weiß es nicht. Also, zumindest wirkt es mir langsam so. Ah, fuck, wobei
im Schlaraffenland, da sind wohl nicht ganz so viele Käfer. Oh, den Checkpoint sollten wir mitnehmen. Ah, cool, wir haben einen Wackelpudding. Damit können wir auf den Käfer und jetzt hoffentlich auch. Ach so, wir müssen. Ah! Wir müssen den Wackelpudding da hinschieben. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht. Das wird richtig schön in den Schmetterlinge da einlaufen. Brauchen wir die Orange, die die da hergeschoben haben? Nö, die spielen einfach nur mit der Orange, die Käfer. Warum auch nicht? Kann man ja mal machen. Weil Leute, mit Essen spielt man nicht. Hey, und damit haben wir, glaube ich, auch schon unser Ziel gefunden. Den Schlaraffenlapp-Mickey. Oder den besoffenen Mickey. Weil ich meine, er kommt direkt aus so einer Sektflasche. Oder reitet auf einer Sektflasche. Mickey has managed to find Mickey. Okay, und the Beanstalk Mickey. Naja, also wir haben Mickey Mouse und den Bienenstock Mickey Mouse gefunden. Okay. Oh, scheiße, was? Ach nein, wir haben das Bienenstock Monster oder den Wächter oder sonst was oder ich. Oh, nein. Auf jeden Fall müssen wir hier schon wieder weglaufen, wie auch letztes Mal schon vor dem Stier. Nur ist der jetzt wahrscheinlich ein bisschen anspruchsvoller, so ein dicker, fetter Riese. Der kann natürlich, okay, ein Stier ist wahrscheinlich schon schneller. Aber der wird uns hart vergewaltigen vielleicht. Das können wir ja nicht wissen, was der mit uns anstellen würde, wenn wir von uns fahren lassen hier. Und so wollen wir natürlich nicht. So, oh fuck, Alter, uns sind hier viele Pilze im Weg. Das ist natürlich richtig anders. Finde ich aber ganz lustig. Also ich meine, es ist natürlich das gleiche Gameplay-Element wie vorhin, aber es war schon mal ziemlich nette Abwechslung. Und gerade jetzt mit den noch mehr Hindernissen und anderen Hindernissen ist es ganz hart. Ich obwohl mir die Map fast die gleiche aus zu sein scheint. Also hier der Boden und die Seite. Ist ja einfach nur die Hindernisse ausgetauscht. Ist ja aber auch egal. Ich meine, das sind einfach so Kleinigkeiten, so, über die ich mir Gedanken mache, immer wenn ich Games zock halt, wie das Ganze gemacht wurde. Interessiert mich halt einfach, weil ich meine, so ein Spiel ist natürlich immer ganz schön und auch schön anzusehen, sag ich mal. Aber irgendwie muss man da natürlich auch hinkommen. Und wir brauchen verschissen nochmal Apfel. Wir werden sonst aufgefressen, wenn wir jetzt gleich umfallen. Oh, ein Apfel. Sehr schön. Oh, fuck. Bin jetzt schnell sterben. Also das Level hier ist schon mal wesentlich schwieriger als das Stiellevel. Einfach dadurch, dass wir so viele Hindernisse haben und immer wieder umfallen. Und der. Nein, der darf uns nicht auffuttern. Das Apfel. Und damit kommen wir wieder ein bisschen. Oh, wir haben es geschafft. Der war ja schon so nah an uns dran. Jetzt nicht gedacht. So, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Das war's leider auch schon wieder für heute mit unserem Let's Play Mickey's Wild Adventure. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr Lust auf Klassiker aus meiner Kindheit habt, dann liked das Video und abonniert den Kanal. Und wenn ihr noch ein bisschen Zeit übrig habt, dann guckt euch doch noch eins meiner anderen Videos an. In dem Sinne einfach nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.